Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir erfolgreich die Sabotage durch Aldissia aufgeklärt. Und ja, ihre Wohnung sieht aus wie Sau. Das bin ich. Sie hat hier noch eine verschlossene Truhe, habe ich gesehen. Die wir mal knacken können. Ah, da ist auch noch eine. Brandfalle, Granatapfelfalle, okay, Nachtwind, nimm mal alles an dich vor, Grimm. Ja, wir haben jetzt etwas Zeit, glaube ich, bevor wir durch dieses Portal treten sollten. Gut. Schnabelschuhe. Sanja. Alles klar. Ihr Inventar ist jetzt auch voll. Aufgepasst. Jetzt haben wir fast nur noch volle Inventare gerade, deswegen. Ein Zwerg, ein Wort. Ah, wo ist das Ding? Kefir. Wie sieht das an dir aus? Interessant, nein. Wobei, kannst du eigentlich ruhig tragen. So, im Ganzbild sieht das dann gar nicht mal schlecht aus. Die Maske sieht nämlich ein bisschen eher fehl am Platz aus. Erstmal mit unseren beiden Zwergen hier reden, was die noch zu sagen haben, denke ich mal. Bevor wir durch das Portal da hinten schreiten. Wobei, gucken wir erstmal zu dem Portal hin. Tiefen von... Ah, hier geht's in die Tiefen von Kuldur. Aber ja, sonst gibt es hier nichts und ich möchte mich erstmal noch nicht teleportieren. Erstmal möchte ich mein Inventar leer kriegen. Das heißt, erstmal so gucken, was wir zu verkaufen haben. Das werden wir in Talon verkaufen und dann nach Hause gehen und Zeug deponieren und neue Pfeile und Bolzen machen. Es führt kein Weg daran vorbei. Wenn du die Drachenkultisten aufhalten willst, musst du durch das Portal gehen und was auch immer finden, bevor sie es finden. Mhm, das werde ich. Leb wohl, Prinz Aron. Hortobolla, Hortobosch. Habt ihr noch Fragen, bevor ihr euch durch das Portal wagt? Könnt ihr abschätzen, wie weit Adesia mit ihren Bemühungen mit dem Portal vorangekommen ist? Sie hatte auch erst vor kurzem den Mechanismus entschlüsselt. Bei Angrosch wärt ihr nur etwas später gekommen. Wäre sie fort gewesen. Wisst ihr, wohin mich dieses Portal genau führen wird? Das sagen Aldessias Aufzeichnung leider nicht, nur dass es den Weg in irgendwelche Höhlen unterhalb von Burulosch öffnen soll. Habt ihr eine Ahnung davon, wie dieses Portal zu öffnen ist? Offensichtlich sind dazu diese Obsidianscheiben nötig, die in den entsprechenden Vertiefungen an den Säulen gesteckt werden. Ich denke, ihr braucht dadurch hier durchzutreten. Ich werde ihre Aufzeichnung währenddessen noch intensiver studieren und nach weiteren Hinweisen suchen. Gut, dann werde ich jetzt den Weg ins Ungewisse antreten. Irgendwo muss das Geheimnis des adamantenen Herzens liegen. Ja. Wie gesagt, erstmal ganz kurz verlassen wir euch. Ich meine, das Portal ist jetzt erstmal gesichert mit Prinz Arom direkt davor. Von Burulosch geht es erstmal nach Talon, Zeug verkaufen. Dann geht es nach Hause und dann kommen wir wieder nach Burulosch.
sonst nur merke, wo Aldesias Wohnung war. Achso, ja, stimmt, das war hier unten. Nee. So. Ausgang in den Kosch ist hier oben. Ja, Gerling steht immer noch hier rum. Hat irgendjemand hier was zu sagen? Seid gegrüßt. Vex zum Gruße, Drachentöter. Es ist immer eine Freude, euch zu sehen. Ja, die Gold ist ganz auf meiner Seite, Gerling. Und hier bin ich. Nicht richtig, ich muss noch abbiegen. Ja gut, hier gibt es auch Werkbank und alles, aber ich habe zu Hause meine ganzen Materialien gelagert und so. Und zu meinem Haus kann ich ja jederzeit zurückkehren. Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch der Helm. Weil eine Hose weiß ich, gibt es nicht, aber den Helm gibt es noch. Dann haben wir die komplette Rüstung. Und ja, das Spiel nötigt einen ja fast schon dazu. Einhandwaffe und Schild zu benutzen. Gut, man kann auch eine Zweihandwaffe für den Hauptcharakter nutzen, aber dann fällt der Bonus durch das Schild weg. Und der ist recht praktisch an manchen Stellen. Allgemein ist es praktisch, diesen Schild zu haben. Alle Angreifer erleiden einen Malus von minus 4 auf ihre Attacke. Ja. Gut, jetzt geht's zu Mutter Süßen. Zeug verkaufen. Habe ich Zeug hier drin, was ich gerne behalten möchte? Den Backenhelm eigentlich. Dolmanische Stiefel, Schnabelschuhe haben. Sie hat Waldelfenstiefel. Und das sind ihre eigenen Stiefel. Das hier können wir übrigens mal stacken. Mal gucken, kriege ich die Pilze vielleicht los? Skorpionstachel. Kann bei Händlern verkauft werden. Das kann bei Händlern verkauft werden. Das ist alles Zeug, was nicht verkauft werden kann. Drachensehne brauchen wir auch noch. Da müssen wir nämlich Gladys noch ihre Armbrust bauen. Ansonsten trägt sie eigentlich nichts. Wir könnten eins der Giftzähne verkaufen, aber auch mehr. Verbesserte Sehne? Nö. Wie viel Platz habe ich denn noch? Mein Atem geht ruhig. Aufgepasst! Rostige Nägel behalten wir, den Visierhelm behalten wir mal auch. Was ist das nochmal? Ein Stoffmantel. Naja. Ja gut, gucken wir erstmal, dass wir alles verkaufen, was wir bei ihm so tragen. Na klar. Hat sie jetzt noch was zum Verkaufen? Komm, zieh dir deine Stulpenstiefel wieder an. Ja, der Backenhelm kann weg. Und jetzt ist das Inventar von Benno hier voll. Und ja, ich gehe hier gerade sehr komische Wege.
Zwergenprinz war das, der den Drachen getötet hat, habe ich gehört. Prinz Aaron von Murolosch. Wirklich? Was der wohl hier in Talon gemacht hat? Wahrscheinlich haben ihn die Götter hier geführt, aber ich habe auch gehört, dass er es nicht ganz alleine war. Eine Gruppe Abenteurer aus Ferdok stand ihm bei seinem Kampf zur Seite. Die müssen ja richtig Mumm in den Knochen gehabt haben. Also ich würde mich nicht mit einem Drachen anlegen. Ja, gut, dem kann man nicht mehr helfen, weil wir haben seine Zunge verkauft. Ja, zeigt mir eure Waren, wir wollen verkaufen. Pilze. Ja, das Pferdlocker kann weg. Kurzbogen. Will ich die Sturmhaube verkaufen? Ne, die. Ah, doch, die kann weg. Bastardschwert. Eisenschild, Sehnen. Dunkle Lederhose, die Nietenarmschienen. Sprich, Freund. Folgt mir. Tragen beide welche Nietenarmschienen? Der Kurzbogen kann weg. Das Ding kann weg. Flügelhelm und Sturmhaube können alle weg. Kruftasseldinger, das Ding, der Jägerhut. Spinnenseidendrüsen. Die behalten wir mal. Das ganze dunkle Zwergenbier kann weg. Kultistendolch, das kann weg. Skorpionstachel sind ein Haufen wert. Das kann weg. Und damit sind wir schon mal leer. Ja. Gehen wir mal alles zu Gladys, was wir gerade so nicht brauchen. Und verstauen wollen. Dann weißt du was, die großen Heiltränke können auch erstmal verstaut werden. So, die beiden Sachen. So, Ringe und Geschmeide, das will ich eigentlich auch verstauen. Erstmal. Wir werden vieles davon, glaube ich, gar nicht brauchen. Sie hat jetzt nur noch Zutaten. So, Vorgräben. Der kann weg. Und das wird verstaut. Das kann weg. Das wird verstaut. Der kann auch verstaut werden. Die Granatapfelfalle kann... Oh, Nachtwind, den verstauen wir auch mal. Die Hose. Ja. Sieht interessant aus. Wo haben wir sie jetzt? Nee. Vor allem interessant. Mein Atem geht hoch. Die geht auch auf die Beine. Nicht nur die Hose selber. Kettenhandschuhe können weg. Der Schlüssel, was auch immer das ist, der bringt nichts. Der Visierhelm, den heben wir auf. Genauso wie den leichten Kettenpanzer. Gladys hat noch ein bisschen Ladezeit. So, Zahn des Drachen. Das ist Material, was wir brauchen. Andere Seite. Wolfsrattenschwanz kann weg. Lederbänder, das kann alles weg. Wir haben noch eine Brandsalbe hier, die kann erstmal zu dir. Und das kann alles auf die erste Seite, weil das sind Materialien. Ah, der Kutschschommer, der kann auch noch weg. So, jetzt haben wir eigentlich... Bei Vorgrim alles rausgeräumt. Bei ihr sind nur noch Zutaten. Jede Menge Zutaten. Der Oglin-Sud, der kann auch noch weggepackt werden. Das Ding kann noch weg. So.
Das heißt, das hier kann noch verkauft werden und den Rest müssen wir mal wegpacken. Jetzt will ich aber mal kurz gucken.